Raps? Hm, kein Raps. Aber ist es nicht trotzdem schön hier? Und wollen wir da auch mal ein bisschen rumschwenken hier? Guck mal da. Der Feldweg, zu dem man hierher kommt. Und guck doch mal hier, schöne Landschaft, Wälder und Berge und Hügel. Ist es nicht schön? Muss einfach nochmal sein. So, und hier wächst diesmal was anderes. Ich bin mir da nicht sicher. Kenne mich nicht so gut aus. Ist es Roggen? Ist es Weizen? Oder ist das Weizen? Gerste? Bin mir nicht so sicher. Ich weiß, diese langen Fäden-Dinger, Sprossen, wie auch immer. Die gibt es auch bei der Gerste, aber ich glaube, Weizen kann das auch. Ja, Roggen, Weizen, Gerste, irgendwas in der Richtung wird hier schon wachsen. Ich kenne mich da nicht gut genug für aus. Da muss ich immer nachschlagen, was es jetzt ist. Und merke es mir trotzdem nicht. Aber ich bin ja hier nicht gekommen, um die Feldfrucht zu analysieren, sondern einfach mal hier wegen der schönen Landschaft, die sich ja so hinzieht. Ich kann ein bisschen was zur Position hier erzählen. Da hinten die Berge. In der Mitte teilt sich so ein bisschen auseinander. Da ist das Rheintal, das Bingen. Die Richtung da kommt irgendwann Mainz hinter diesen Hügeln da. Ja. Der Berg da drüben müsste der Wiesberg sein. Zweithöchste Berg Rheinhessens. Irgendwo in der Richtung ist der Donnersberg, aber den sieht man nicht. Und was haben wir noch? Felder und Wiesen. Und natürlich die Autobahn 61, die mir ja auch sehr schön erkennen kann. So. Was ist denn hier so der schönste Blick? Ich finde hier so ungefähr hier so. Ne? Den Berg da hinten und im Vordergrund sieht man noch so einen kleinen Kirchturm hinter so ein paar Bäumen hervorlugen. Und auf den halte ich jetzt mal drauf und sage euch wieder mal Tschüss.